Ich habe als Samenspender in einer Frauenarztpraxis gearbeitet. Du kannst Geld verdienen damit, dass du deinen Samen quasi verkaufst. Wir schätzen ganz grob, dass es ca. um die 20 Kinder sind, die gezeugt wurden aus meinen Samenspenden. Ich habe immer wieder meine Mama gefragt, gesagt, Mama, wo ist denn mein Papa? Und sie hat gesagt, ich kann es dir nicht sagen, weil ich selber nicht weiß. Und dann hat sie mich gepackt, hat gesagt, setz dich hin, ich muss dir was sagen. Du bist aus einer Samenspende entstanden. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich im Spiegel angeschaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese blonden Haare sind nicht von diesem Mann. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und meine heutigen zwei Gäste verbindet eine Geschichte, die fast zu unglaublich ist, um wahr zu sein. Ich treffe zum einen auf Britta. Britta erfuhr mit 19 Jahren, dass sie durch eine Samenspende entstanden ist und ihr Vater nicht ihr biologischer Vater ist. Die Suche nach ihren Wurzeln hat sie fast schon aufgegeben, als sich Jahre später Dietrich bei ihr meldet. Als junger Erwachsener entschied er sich dazu, Samenspender zu werden. Dass er später auf seine leibliche Tochter treffen wird, damit hat auch er nicht gerechnet. Wenn ihr selber mal eure Geschichte erzählen wollt, dann schreibt mir sehr gerne. Und wenn ihr diesen YouTube-Kanal noch nicht aktiviert habt, dann holt das jetzt nach, abonniert auch die Glocke und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hallo. Ihr beiden. Hi. Schön, euch zu sehen. Alles gut soweit? Alles ja. Super. Klasse, bei dir zu sein. Okay, Dietrich, dann erklär doch mal, worum wird es heute gehen? Hat dieses Video heute irgendeine Überschrift? Ja, ist eine gute Frage. Also es geht eigentlich um Familie im weitesten Sinne und um die Fragestellung, wie eine Familie entstehen kann auf normale Art und Weise und vielleicht auch auf das unkonventionelle Art und Weise. Und ich habe als 18-Jähriger angefangen, quasi mit meiner Familiengründung, aber eben auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise. Ich habe als Samenspender in einer Frauenarztpraxis gearbeitet. Okay. Ja, und muss ich direkt mal fragen, was genau verbindet euch beide? Warum sitzt ihr jetzt beide hier? Ihr seid unterschiedlich alt. So, ich kann jetzt nicht genau sagen, was ist der Grund? Ich bin das Ergebnis der Arbeit von Dietrich in der Frauenarztpraxis und das Spenderkind. Genau, sie betitelt es als Arbeit, ist richtig. Ja. Es war damals tatsächlich so eine Art Studentenjob, den ich gemacht habe. Aber das war damals so und heute haben wir es geschafft, nach einigen Jahren, dass wir uns wesentlich später im Leben dann kennengelernt haben, aber immer noch rechtzeitig, dass wir von der Arbeit, von der Produktion einer Familie wirklich zu einer echten emotionalen Familie zusammenwachsen konnten später, nach 30 Jahren. Dann müsst ihr mir vielleicht mal erklären, dieses Thema Samenspende habe ich schon ganz oft gehört, klingt aber irgendwie so ein bisschen schlüpfrig und ich weiß noch nicht so viel damit anzufangen. Vielleicht könnt ihr mich da mal abholen. Was ist das überhaupt? Ich erzähle vielleicht mal so ein bisschen, wie ich dazu gekommen bin überhaupt. Also wenn du jetzt Jugendlicher bist oder ein junger Mann bist und mit dem Thema in Verbindung kommst und die Möglichkeit hast zu sagen, du kannst Geld verdienen damit, dass du deinen Samen quasi verkaufst, dann ist halt die Frage, machst du das? Ist das für dich ein Thema, was Sinn macht? Und ich habe damals so ein ganz unbewusstes Gefühl gehabt, ja, das ist etwas Wichtiges, was Gutes. Und es ging mir auch nicht nur ums Geld. Also ich hatte das Gefühl, also ich hatte von meinen Eltern auch jetzt genug Unterstützung. Es war jetzt nicht, dass ich das zwingend gebraucht hätte, aber es war eben ein gutes Zubrot. Und ich habe gespürt, dass ich da was Besonderes machen kann, wo nicht jeder so die Chance auch dazu hat, das zu tun. Und im Endeffekt ist es dann halt jetzt so ein technischer Ablauf. Natürlich ist es ein Angebot, was die Frauenärzte oder Geburtskliniken oder wie nennt sich Kinderwunschkliniken, genau, anbieten, einfach als eine Dienstleistung für Familiengründung, wo eben jetzt in dem Fall bei der Samenspende die Väter eben nicht fruchtbar sind. Mhm. Und da wird dann eben der Samen von Spendern genommen. Das heißt, du spendest deinen Samen, ja, als Mann. Ja. Und was passiert dann mit dem Samen? Also das ist jetzt unterschiedlich, auch nach der Zeit, in der es gemacht wurde. Also in der Zeit, wo ich angefangen habe, Ende der 80er Jahre, da kam das Thema AIDS allmählich so hoch und man hat sich nicht mehr getraut, sozusagen sogenannte Frischspenden so stark einzusetzen. Es wurde dann eben auch
eingefrorenes Sperma und erst später eingesetzt. Aber also, als ich angefangen habe, war das wirklich so, dass du in eine Frauenarztpraxis bestellt wurdest. Zu einem gewissen Zeitpunkt musste es super pünktlich da sein, musste es super pünktlich abrücken. Und eine halbe Stunde später kam dann wirklich die Familie an, wo der Frau das eingesetzt wurde. Und meistens mit ihrem Partner. Die kam dann zu zweit. Also bei Brittas Mutter und sozialen Vater war das dann so, dass die dann eine halbe Stunde später auch auf der Matte standen. Ich muss sagen, ich finde das unfassbar spannend. Alleine der technische Gedanke dahinter, dass das heutzutage funktioniert. Du kannst eigentlich so von der Natur aus, bist du da benachteiligt, dass du kein Kind kriegen kannst eigentlich. Und dann gibt es aber jetzt doch die Möglichkeit, das dann so einzusetzen und dann entstehen doch die Wunschkinder. Ja. So wie Britta. Britta, jetzt musst du mir mal ganz kurz erzählen, Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Vorerst mal mit meiner Mutter und mit meinem sozialen Vater. Also der Mann, mit der meine Mutter verheiratet eben war. Und der ist aber abgehauen, als ich 4 Jahre alt war. Kann man sich so denken, gesetzt dem Fall, ich gehe Zigaretten holen und komme nie wieder. Also so in der Form. Da war es ein bisschen anders. Er hat gesagt, er geht seinen Bruder besuchen für eine Woche und kehrte einfach nicht mehr wieder zurück, bis heute nicht. Hast du ihn noch so, also mit 4 ist man ja noch recht klein, hast du ihn noch so vor Augen? Ja, ich erinnere mich sogar auch an den Tag, als er gegangen ist. Das war der 8. Januar 1992 war das. Und, nee, 93, genau. Und es war ein sehr schöner Tag, das weiß ich auch noch. Also da hat die Sonne gerade so reingeschienen. Und da hat er gesagt, ich gehe gleich. Und das war die letzte Erinnerung, die ich so noch an ihn habe. Und dann habe ich nur noch eine Erinnerung, wie meine Mutter irgendwann mal die Schranktür aufmacht und sagt, Wahnsinn, der ist echt gegangen. Also das hatte ich noch im Kopf, so als kleines Mädchen. Das sind so die zwei. Mit 4, das ist schon krass. Genau. Und ja, und seitdem hat mich meine Mutter dann halt alleine großgezogen und hat einen hervorragenden Job gemacht, also muss man sagen. Was hat das als Kind mit dir gemacht, dass dein Papa, dein sozialer Vater dann weg war? Ich erinnere mich, jetzt dunkel dran, weil ich ja noch sehr klein war. Aber ich habe immer wieder meine Mama gefragt, gesagt, Mama, wo ist denn mein Papa? Und sie hat gesagt, ich kann es dir nicht sagen, weil ich selber nicht weiß. Ich weiß auch, dass ich ein Problem damit hatte, als ich noch ziemlich klein war, wenn jetzt in der Grundschule oder so die Mädels erzählt haben, mein Papa, und ich konnte mit dem Begriff halt nicht wirklich was anfangen. Und für mich war das so, ja, okay, es ist halt Mann in der Familie und fertig. Also ich konnte damit, das war nicht mehr greifbar. Also ich glaube schon, dass ich immer wieder so traurige Momente hatte, weil ich ja immer wieder nachgefragt habe auch. Und er ja einfach nicht ausfindig zu machen war. Mich würde trotzdem mal interessieren, wann ist denn das zum ersten Mal aufgekommen, dass du ein Spenderkind bist? Weil als kleines Mädchen mit 4 Jahren versteht man das mit Sicherheit noch nicht. Genau, also ich wusste das nicht. Ich habe das erst erfahren, als ich 19 geworden bin. Und das war eine sehr, wie soll ich sagen, komische Situation. Ich bin damals von der Arbeit nach Hause gekommen und meine Mutter war super aufgelöst. Sehr aufgelöst. Und ich sag, was ist denn los? Ich dachte, irgendjemand ist gestorben oder irgendwas Dramatisches ist passiert. Und dann hat sie gesagt, sie muss mit mir reden. Und dann hat sie auch so Tränen in den Augen gehabt. Und das kam wirklich aus dem Nichts. Und dann hat sie mich gepackt, hat gesagt, setz dich hin. Ich muss dir was sagen. Du bist aus einer Samenspende entstanden. Und ich so, okay. Und dann schaut sie mich an. Und hat sie mich an der Hand genommen, so, hast du mich jetzt? Ich so, nein, aber jetzt kann ich aufhören zu suchen. Das war so mein erster Satz, den ich rausgehauen habe. Und das war total irre, weil dann hier innerlich irgendwas geplatzt ist, irgendwie so ein Knoten, den ich nicht greifen konnte, aber irgendwas war dann so klar. Also irgendwas hat sich aufgeklärt, weil ich hatte schon immer ein komisches Gefühl. Also irgendwas fand ich immer seltsam, aber ich hätte es nie in Zusammenhang gebracht mit dem, dass mein Vater nicht mein Vater wäre. Und es war natürlich ein Schock, ja. Es war wirklich ein Schock, weil natürlich fängt man die nächsten Tage an zu reflektieren, daran zu arbeiten. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich im Spiegel angeschaut habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese blonden Haare sind nicht von diesem Mann, von dem ich dachte, dass sie das sind. Es kann einfach nicht sein. Ach, deine Mama hat dunkle Haare? Meine Mutter hat dunkle Haare, genau. Okay. Meine Mutter ist ein dunkler Typ, genau. Und bin ich erstmal in so eine Identitätskrise gefallen. Also das war ganz dramatisch. Also ich habe gar nicht mehr wirklich das Gespräch mit meiner Mutter erstmal gesucht, sondern ich habe selber recherchiert. Da war das Internet ja damals im Kommen, 2008. Ja, das war noch gar nicht so ausgefeilt, wie es heute da ist. Da gab es noch so Foren. Genau. Ja, genau. Und in so einem sogenannten Forum gab es schon Menschen, die auch schon wussten, dass sie Spenderkinder sind und
eben gesucht haben. Und dann habe ich gemerkt, alles klar, das hat alles anonym stattgefunden. Das habe ich dann relativ schnell herausgefunden, dass die ganzen Samenspenden anonym stattgefunden haben und ich dementsprechend gar keine Chance habe, meinen biologischen Vater ausfindig zu machen. Und dann habe ich es gelassen. Weil ich habe gesagt, ich suche nicht die Nadel im Heuhaufen und ich werde nicht irgendwo ansetzen bei jemandem, der gar nicht gefunden werden möchte. Okay. Das ist jetzt ein sehr spannender Cliffhanger, weil jetzt muss ich dich fragen. Ja. Ja. Sie hat irgendwann die Suche eingestellt, weil das ganze Ding ist eine anonyme Nummer. Du gibst deinen Samen ab und bekommst dein Geld und dann ist erstmal ein Strich hinter und es gibt keine Möglichkeit, dich zu kontaktieren. Ja. Wie habt ihr euch gefunden? Ich habe natürlich auch irgendwas mit mir getragen in der ganzen Zeit. Also, dass ich da mal als Jugendlicher, ein junger Mann, aktiv war und dass das vielleicht ein Nachspiel haben könnte. Und das ist immer im Unbewussten so mitgeschwebt, aber es ist so weit unter der Decke geblieben, dass ich erst, nachdem ich dann angesprochen wurde von einer Freundin, die das damals mitbekommen hat, dass ich Samen gespendet hat. Und da habe ich dann irgendwie angefangen, Interesse zu wecken. Da habe ich gedacht, okay, wie alt sind denn die möglichen Kinder, die entstanden sind? Die waren dann so zwischen Mitte 20, Mitte, Ende 20 in so einem Dreh. Und habe gedacht, Mensch, also wenn da Menschen rumlaufen, die von dir abstammen, das interessiert mich jetzt erstmal. Was ist da los? Okay. Ohne dass ich mich jetzt da zwanghaft einmischen wollte oder sagen wollte, ich will da irgendwie einen Anspruch haben auf was, wo ich ja gar nicht mitgewirkt habe in der Erziehung und so weiter. Darum ging es mir gar nicht. Aber einfach das Interesse zu sehen, was ist da möglicherweise passiert. Und dann bin ich eben darauf gestoßen, dass es viele Kinder gibt, viele Spenderkinder, die wirklich händeringend suchen. Also da bin ich wirklich auch mental so ein bisschen zusammengebrochen und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich da sowas ausgelöst habe. Ich bin derjenige, der den Schlüssel in der Hand hat, das zu lösen. Und die Kinder hängen da draußen und fühlen sich nicht vollständig, denken, da fehlt mir was, ich kann mich nicht richtig zuordnen. Und dann habe ich gesagt, das muss ich lösen und bin dann eben ganz proaktiv in diese genetischen Datenbanken reingegangen. Und natürlich, der Jackpot ist natürlich, wenn dann plötzlich eine Mutter, also Vater-Kind oder Eltern-Kind-Beziehung, die schlägt natürlich total durch in diesen Datenbanken. Und das war bei der Britta dann der Fall. Die tauchte dann wie aus nichts auf. Ich war 2 Jahre in der Datenbank und hatte schon Angst, dass ich von Hunderten von Kindern überrollt werde, was weiß ich, was bei den Spenden rauskam, wie die gestückelt wurden, eingefroren wurden, wie lange die da vorgehalten wurden. Hatte Wahnsinnspanik, die war dann vollkommen unbegründet. Und ich war erst mal, glaube ich, 2 Jahre komplett allein in der Datenbank. Bei euch gab es dann laut Datenbank ein klares Match. Ein 100%iges Match. Das 100%. Schlägt total durch bei der Datenbank. Siehst du sofort ganz oben. Ja? Also das ist ein Vater-Tochter-Match gewesen. Das heißt, du warst aber immer noch angemeldet, nur halt wirklich nicht mehr aktiv auf der Suche. Nein. Also damals, wie gesagt, habe ich ja die Suche eingestellt. Und dann, ja das war 2008, habe ich gesagt, jetzt ist Schicht im Schacht. Und dann bin ich über einen Online-Artikel auf den Spenderkinderverein gestoßen. Und da habe ich einen Fall gelesen von einem Spenderkind, die halt ihren genetischen Vater gefunden hat. Und dachte ich mir, cool, da schaue ich jetzt drauf. Dann habe ich mich durchgelesen auf die Seite und gesagt, und jetzt gehe ich meine Geschwister suchen. Und dann bin ich eben auf diese DNA-Datenbanken gestoßen. Also die haben halt eben den Tipp gegeben, sich auf so einer DNA-Datenbank eben anzumelden, die Dietrich ja schon genannt hat. Und dann habe ich diesen Test bestellt und habe diesen Abstrich gemacht. Und das Irre war aber, der Dietrich war vorher medial schon unterwegs mit anderen Spenderkindern. Und ich habe, bevor ich diesen Test gemacht habe, er lag vor mir und ich habe mich da durchgelesen und habe mich auch als Vereinsmitglied angemeldet in einem Verein. Und dann wurde man auf gewisse Dokumentationen hingewiesen. Dann habe ich mir eine angeschaut und da tauchte der Dietrich auf in dieser Dokumentation. Und irgendwann wird da so ein Bild eingeblendet und dann habe ich mir gedacht, stopp, also irgendwie, okay, jetzt fange ich Spinnen an, habe ich mir gedacht. Wie gesagt, könnte es passen? Ja, klar. Dann wie, nee, jetzt spinnst du, Ruhe, nichts mehr. Da bekam ich dann, ich war super aufgelöst an dem Tag. Also ich wusste nicht mal, warum. Ich bin nach Hause gekommen und auf einmal ploppte dann so eine E-Mail auf in meinem Handy mit dem Betreff, schau doch mal in die Datenbank rein. Und dann zeigte ich das meinem Freund und er hat gesagt, schau mal. Er so, ja, das ist bestimmt eine Spam-Nachricht und da will irgendjemand irgendwas von dir und pass bloß auf. Dann habe ich gesagt, meine Ergebnisse sind da. Ein Moment, ich muss mich jetzt einloggen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mich eingeloggt und dann fange ich an zu schreien, sage ich, komme sofort rüber, ich habe meinen Vater gefunden. Und ich so, das ist der Mann aus der Dokumentation, den ich gesehen habe ein paar Wochen vorher.
Und dann kam er erst mal so rüber und hat gesagt, jetzt warte, wir müssen das erstmal checken. Und ich habe gesagt, nein, das ist bewiesen, schau doch mal, da steht Vater und alles krass. Und wie krass ist das? Und er hat mir geschrieben auch, das ist der Mann, der mir geschrieben hat und war völlig aufgeregt. Und er total locker, wie er halt so ist mit seiner Art. Ja, ist doch super, cool, dass du ihn gefunden hast. Und dann hat er mich dann umarmt und ich war völlig aufgelöst, habe dann meine Mutter angerufen und habe gesagt, um Gottes Willen, was passiert jetzt gerade? Ja, und das Verrückte war, wie der Dietrich ja schon erwähnt hat, er hat ja alle getestet. Ja. Und dann fällst du halt vom Stuhl, wenn du dann siehst, Großvater, Großmutter, Halbbruder, 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 Tante, Onkel. Alles sichtbar in dieser... Ja. Natürlich, ja. Deine ganzen... Ja. Das hat ja auch alles gematcht. Ja, also, es ist eine Art Facebook der Gene. Du bist ja dann auch befreundet, wenn du halt genetisch befreundet bist. So krass. Aber kannst du dir vorstellen, wie man sich dann in dem Moment fühlt? Na klar, du dachtest, du hast deine Mama und das war's. Ja, genau. Ich hab mir gedacht, ja, Geschwister werde ich jetzt finden, wird super werden. Und auf einmal hier, Vater. Das ist nur, weil du so einen verrückten Vater hast, der auch so ein Genealogie-Hobby entwickelt hat. Also ich war dann total fanatisch, mir hat das einfach Spaß gemacht, mit diesen Gendatenbanken zu spielen. Aber das ist, ja genau. Und dann habe ich ihm geantwortet, eine sehr lange E-Mail, ein paar Fotos reingeschickt. Und dann hat er mir auch zeitnah geantwortet und dann ging das so hin und her. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir Nummern austauschen, können wir WhatsApp schreiben? Zeitnah heißt 4 Uhr morgens. Ne? Ja, genau. Also irgendwie war so eine Aufregung im Raum, man konnte kaum schlafen, irgendwie wusste man, da ist was los. Auch für euch beide. Also es war ja, natürlich, ja, na klar. Tatsächlich, auch für mich war das natürlich, habe ich auch ein bisschen gewartet. Also nicht, dass ich jetzt, das möchte ich wirklich, dass es nicht falsch verstanden wird, ich habe jetzt überhaupt keinen Anspruch an diese Kinder, im Sinne von, da will ich mich in die Familien einmischen. Überhaupt nicht. Ich möchte auch nicht, dass das falsch verstanden wird und dass andere Spender jetzt meinen, na, bingo, wir holen uns da jetzt irgendwie die Kinder ins Haus ungefähr. Überhaupt nicht. Aber es ist natürlich eine unglaublich bewegende Geschichte, wenn da Menschen sind, die dir irgendwie genetisch so ähnlich sind. Und ich habe das natürlich mit meiner Familie und auch mit meiner Frau damals ganz eng abgestimmt. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man machen. Weil man fällt dann, es ist einfach so, wenn so ein Kind auftaucht, und ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß das, dass er seine Kinder liebt. Ja, es ist so eine Art Verliebtheit, die dann auch stattfindet. Und das hat auch sofort zwischen Britta und mir angeschlagen. Und da muss man also wirklich aufpassen, dass man nicht in so eine Gefühlsduselei reinkommt. Und meine Frau war ganz, ganz goldig, hat mich da wunderbar unterstützt, hat mich da auch durchgecoacht. Und sie hat dann mir auch geholfen, den ersten Brief zu formulieren. Echt? Ja, es waren ja bloß ein paar Zeilen. Ich dachte, oh Gott, was schreibe ich jetzt? Und dann habe ich halt ein paar Zeilen geschrieben. Also, liebe Britta, schau doch mal in die Datenbank rein. Du wirst sicherlich überrascht sein, irgendwie sowas. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt lass es erstmal kommen. Also nicht gleich mit irgendwas überrollen. Und dann kam die Britta eben mit einem sehr schönen, großen Brief mit Bildern drin und 4 Uhr morgens. Und ich so, okay, alles klar. Also da ist mir dann auch das Herz aufgegangen und dachte mir, wow, da ist es jetzt was Lebensveränderndes irgendwo. Und ich hatte ja, wie gesagt, gar nicht den Anspruch jetzt, dass ich habe eine glückliche Familie und 3 Kinder, die ich mit meiner Frau zusammen habe. Es war jetzt nicht die Notwendigkeit, jetzt noch weitere Kinder dazu zu bekommen. Aber wenn sie eben da sind und wenn sie auch auf so eine ungewöhnliche Art und Weise entstanden sind, sind sie trotzdem in meinem Herzen. Und auch die draußen noch existieren, wir schätzen ganz grob, dass es ca. um die 20 Kinder sind, die gezeugt wurden aus meinen Samenspenden. Du hast gerade erzählt, dass deine Frau dir bei dem Briefschreiben geholfen hat. Ja. Das hat mich irgendwie voll berührt, weil ich schon verstanden habe, du hattest deine eigene Familie. Also so, ihr habt euch ja auch als Ehepaar auf irgendwas committed. Ja. So, und dann sagst du, ja, du, da war in der Vergangenheit was. Und sie sagt, ja, okay, ich unterstütze dich dabei. Und noch viel mehr, ich schreibe mit dir zusammen den Brief an deine Tochter. Ja. So. Ja, großherzig, muss man wirklich sagen. Und ohne sie wäre das auch nicht so zusammengekommen. Also vielleicht hätten wir uns noch irgendwie genetisch gefunden. Aber es geht ja auch um die Fragestellung, ist die Familie offen, auch jemanden irgendwie mit aufzunehmen ins Familiensystem. Speziell bei der Britta ist es halt so, dass dein Vater dich verlassen hat, als du 4 Jahre alt warst, dein Sozialer. Und das hat mir natürlich einen echten Stich ins Herz versetzt. Und dann habe ich der Britta mal so in die Augen geschaut, als wir da so lang liefen, und habe gesagt, du Britta, was bin ich denn jetzt eigentlich für dich? Ja. Was hast du geantwortet? Gesagt, mein Vater. Das habe ich dann gesagt, das war so aus der Emotion heraus, das hat dann gepasst. Vielleicht gehen wir mal auf das Treffen ein, als wir unsere erste Begegnung hatten. Ich glaub, sehr gerne. Ja, genau, weil ich bin da damals mit meinem Freund dann hingefahren, er hat mich begleitet. Es war direkt, also keine 24 Stunden nach dem Match, standen wir uns dann gegenüber. Da sind wir hingefahren und es war aufregend. Ne? Es war aufregend, weil man sagt, okay, jetzt passiert irgendwas, was dein Leben vollständig verändern wird. Wo habt ihr euch getroffen? Zu Hause bei ihm. In mir im Garten. Im Garten, genau. Maitag. Und man kann sich das wirklich vorstellen, man läuft aufeinander zu und dann steht man voreinander und dann
Umarmung und denkt sich, boah, krass, also du stehst vor deinem letzten Puzzleteil, was sich dann endlich gelöst hat. Und ja, dann sind wir rein, herzlich aufgenommen, Kaffee und Kuchen, und dann habe ich meinen kleinen Bruder schon kennengelernt, steht dann vor mir, gibt mir die Hand so mit 10 und ich dachte mir, oh mein Gott, was passiert jetzt hier? Also man sieht es ja gar nicht so. Und dann war Constanze am Gartentor gestanden, die mich auch ganz, ganz herzlich aufgenommen hat, was das alles einfacher gemacht hat tatsächlich. Weil hast du das ein bisschen Bammel vielleicht? Natürlich, auch? Ja klar, weil es natürlich auch die Frau von meinem Vater ist. Gut, wir wussten in dieser Sekunde jetzt noch nicht, wie wird sich denn das alles entwickeln. Das war jetzt erstmal, es ist das erste Zusammentreffen, aber sie war überhaupt nicht distanziert oder irgendwas in der Art und Weise. Sie war super offen und das hat es wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Welche Rolle spielt Constanze jetzt für dich? Ja, eine sehr, sehr wichtige Rolle hat sie gespielt. Die ist im April 2022 leider verstorben. Okay. Und das hat mich sehr hart getroffen. Das war auch sehr interessant. Mit Constanze hat sich das relativ schnell entwickelt in so eine Richtung. Es war dann mehr wie eine Freundschaft. Also klar, man hat sich ausgetauscht, hat mich immer mit reingezogen. Also man hat gemerkt, von ihr kam sehr viel, komm vorbei, sowas in der Art. Also man hat gemerkt, sie hat schon mich gezogen auch ein bisschen oder mich sich halt auch geöffnet. Und irgendwann mal hat sich das so entwickelt. Ich kann mich noch gut erinnern, da habe ich 2019 an Silvester eine Nachricht geschickt und frohes neues Jahr, gut, rutscht gut rüber, was man halt so eben schreibt. Und ich habe gesagt, naja, und danke, dass du meine Freundin bist oder Bonusmama oder wie man das auch immer nennt. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, dass ich sie als Bonus gesehen habe, als eine Bonus-Mom. Ja? Und das war sie für mich auch. Und das ist sie bis heute und das wird sie immer bleiben, weil sie hat mich immer spüren lassen, ein wichtiger Teil in diesem Familiensystem zu sein. Und sie hat einfach den Weg geebnet und ich finde das so beeindruckend und toll. Ich habe sie immer bewundert dafür, dass sie so offen ist. Sie hat auch die Arme für meine Mutter geöffnet, weil irgendwann kam das Zusammentreffen zwischen Dietrich, meiner Mutter, und dank ihr durfte auch dieses Elternbild entstehen. Also es gibt Fotos, wo ich zwischen meinem Vater und meiner Mutter stehe. Und ich habe mich da zutiefst bedankt bei ihr, weil ich gesagt habe, ich finde es so bewundernswert, weil ich weiß nicht, wie ich sein würde. Also, und ich habe das immer sehr behutsam angesehen, aber sie war da sehr locker. Sie hat gesagt, nee, ich wollte immer eine große und laute Familie haben und jetzt habe ich sie. Und wenn ich zu laut bin, dann sag was, dann werde ich leiser. So war ihre Art und so war ihr Wesen. Und sie hat die Arme für mich geöffnet, wie für meine Mutter. Und so konnte das überhaupt zu einer Familie zusammenwachsen. Aber weißt du, ich verstehe jetzt mehr und mehr euren Bewegungsdrang dahin, sich irgendwie kennenzulernen. Aber diese Größe, die so aus deiner Beschreibung von ihr, also von deiner Frau, ja. So, das ist so eine Größe. Also ich weiß gar nicht. Schönere Worte könnte man gar nicht finden für einen Menschen, der halt nicht mehr da ist. Sie hat immer alles unterstützt. Sie hat uns immer unterstützt auf jedem Weg, den wir gegangen sind. Und man hat auch gemerkt, wie wichtig ihr das dann auch selber war, einfach da auch Aufklärung mitzubetreiben, auch wenn sie im Hintergrund viel die Fäden halt dann sozusagen da gezogen hat. Und ich kann nur meine tiefe Dankbarkeit für sie aussprechen, weil ohne sie wäre das nicht möglich. Und ohne sie wäre es auch nicht möglich, dass es jetzt so weiterfließt, wie es gerade tut und dass wir so eng halt miteinander sind. Man sieht, dass das einfach auch eine wesentlich größere Dimension hat als jetzt nur das Thema Samenspende und wie funktioniert das. Ich habe es am Anfang auch gesagt, es geht eher um Familie, Gemeinschaft, Vertrauen, Großherzigkeit und vielleicht auch, um das nochmal ein bisschen zu erläutern, meine Frau hatte 2013 eine erste Brustkrebsdiagnose gekriegt. Das war also 5, 6 Jahre, bevor Britta in unser Leben getreten ist. Und leider sehr schicksalshaft, die ist halt in solchen Krankheitsverläufen sein kann, ist sie tatsächlich dann eben wieder erkrankt. Ich meine, sie war 47, als sie gestorben ist, junge Frau. Und das wollen wir halt einfach mal so raus erzählen, ja. Diese Geschichte, weil sie so emotional einfach für uns so ergreifend ist auch. Ja. Und ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen, die mich dann sehr beeindruckt hat. Ich habe dann eben die Trauerfeier für meine Frau organisiert und habe ich gesagt, Britta, magst du was sagen? Ja, und dann hat sich Britta tatsächlich hat sich hingestellt vor fast 200 Leute und hat eine Dankesrede an Constanze gehalten. Wow. Das fand ich extrem stark. Ich bin euch unfassbar dankbar, dass ihr diese Geschichte mit uns teilt. Weil ich weiß, wie viel Überwindung und wie viel Kraft das kostet, das so zu erzählen. Und
seit dem Moment, wo ihr reingekommen seid, ihr habt so eine Lebensfreude und so eine Energie. Und man hat im Leben oft die Wahl. Aber wie ihr euch entschieden habt, auch damit umzugehen, das zeugt von so, so, so viel Stärke. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja, schwer zusammenzufassen, was wir hier heute, also was ihr mir jetzt alles erzählt habt, den Zuschauern und mir. Und ich bin aber wirklich, wirklich dankbar dafür, weil es ein riesen Wissensschatz ist und auch sehr motivierend sein wird für viele da draußen, sich auf diesen Weg zu begeben. Ich hoffe, dass es auch Menschen motiviert. Also macht euch auf, probiert's aus. Es gibt nichts zu verlieren. Und ich danke euch, dass ihr so ehrlich wart. Also Dietrich, danke dir und Britta. Wir verlieren uns nicht aus den Augen. Auf gar keinen Fall. Und ja, zur Verabschiedung dürfen wir eigentlich noch mal kurz winken. Macht's gut, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Schön. Ja. Danke.